vor ziemlich genau einem Jahr sind wir ins Vollzeit-Vanlife gestartet und seitdem haben wir viele tolle Orte gesehen. Wir haben magische Momente erlebt, wunderschöne Sonnenuntergänge genossen, viel Zeit zu zweit und haben einfach ganz viele besondere und unvergessliche Lebensmomente gesammelt. Aber es gibt eine Sache, die uns auf Reisen immer wieder fehlt und die wir sehr vermissen. Zurück in Deutschland haben wir den Sommer so richtig genossen, als er noch da war. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns regnet es gerade die ganze Zeit. Aber wir haben es sehr genossen, mit meiner Familie einfach Zeit zu verbringen, den Sommer zu genießen, baden zu gehen und schöne, laue Sommerabende zu verbringen. Und was ich auch sehr genossen habe, ist, mit meiner Katze zu kuscheln. Also mit unserer Katze. Es ist natürlich die Familienkatze, aber jeder bezeichnet sie, glaube ich, ein bisschen als seine Katze. Und während ich versucht habe, Sport zu machen, ist meiner Katze, unserer Katze, nichts Besseres eingefallen, als sich so richtig gut gehen zu lassen. Und was in der Heimat natürlich auch nicht zu kurz kommen darf, ist Zeit mit Freunden zu verbringen und dabei ganz tolle Gespräche zu führen oder einfach auch mal gemeinsam auf der Couch ein Nickerchen zu machen. Vor ungefähr 2 Jahren haben wir meiner Familie mal einen Gutschein geschenkt, dass wir sie zu einem Picknick einladen, damals noch eigentlich in Augsburg, als wir dort gewohnt haben. Und irgendwie haben wir es nie geschafft, das einzulösen. Und das war jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das endlich zu machen. Wir haben also alles vorbereitet, die Autos vollgepackt und sind mit großer Vorfreude an den See gefahren. Und wer kennt es nicht, oftmals ist es beim Picknick ja so, dass die Getränke und das Essen beim Ankommen dann doch recht warm geworden sind. Aber zum Glück hatten wir dieses Problem diesmal auf jeden Fall nicht. Du süßer Hemdstern. Hi. Hi. So, wir sind in der Heimat bei mir.
In deiner Heimat? Im Schwabenländle, Nordschwaben, bei, ja, zwischen Donauwörth und Augsburg in der Gegend. Und damit sich die Seite der Familie nicht vernachlässigt fühlt. So ist es. Ja, und jetzt klappern wir hier ein paar Leute ab, die wir noch sehen wollen und arbeiten zwischendurch. Und dann schauen wir mal, wie lange wir hier bleiben und wo es dann als nächstes hingeht. Wen sehen wir heute? Heute sehen wir meinen Bruder, den habe ich zuletzt vor einem Jahr gesehen. Und in Donauwörth ist hier großes Reichsstraßenfest, da gehen wir hin. Und dann ist hier in Donauwörth auch mal was geboten, weil Donauwörth steht. In der Abkürzung für Dorf ohne Nachtleben. Echt? Das habe ich noch nie gehört. Ja, meistens ist in Donauwörth nicht viel los und mal sehen, wie man da heute alles trifft. Sind ja doch schon ein paar Jahre weg aus der Gegend und da freue ich mich jetzt. Aber vorher sind wir noch mit meiner Mama essen gegangen. Komm, Scheid. Ja, ich habe die Tasche. Wow. Hauptsache, wir wurden nach einer kurzen Nacht erstmal von Blasmusik und einem ganzen Bauernumzug geweckt, die heute durch die Stadt touren. Wir sind jetzt auf der letzten Etappe unserer Heimat-Tour. Jetzt steht nur noch Fabians andere Oma an, die wir jetzt doch nicht im Altenheim, sondern im Krankenhaus besuchen. Das ist aber, glaube ich, nichts Dramatisches, oder? Ich glaube auch nicht. Mal schauen, wie es ihr geht. Und dann verlassen wir die Heimat. Wir machen jetzt noch einen kurzen Stopp, um ein bisschen Bewegung reinzubringen und auch mal was von der Heimat zu besichtigen. Wir sind gerade im Altmühltal und besuchen jetzt so Höhlen. Der Fabian war da, glaube ich, schon mal. Langes her. Nicht. Aber da ist sie auch zu. Sieht nicht so spektakulär aus. Nee, war glaube ich auch damals nicht so spektakulär wie ich da. Hey, du hast mir das ganz anders verkauft. Nee. Doch. Was habe ich gesagt? Dass sich das voll lohnt und voll cool ist und so. Habe ich wirklich? Ja. Oh, kann ich mich nicht mehr. Aber der Ausblick ist ganz schön. Ja, sage ich doch. Lohnt sich voll, voll cool. So, wir warten jetzt noch, dass die Besuchszeiten im Krankenhaus losgehen. Haben jetzt gerade noch kurz was eingekauft. Ein Blumenstrauß für die Oma und ein paar schnelle Lebensmittel für uns. Der Fabian macht uns jetzt eine kleine Bowl und ich liege im Bett. Ich bin so müde. Ich habe letzte Nacht echt nicht gut geschlafen auf diesem großen Parkplatz, wo schon echt viel
Tumult war. Und würde am liebsten jetzt ein Nickerchen machen, aber ich glaube, jetzt gibt's Essen und dann Oma besuchen, gell? So ist es. Kein Nickerchen für mich heute. Heute geht's ja noch weiter. Ja, auch das noch. Aber ich freue mich, dass du was für uns zu essen machst. Auf dem Edeka-Parkplatz. Ganz romantisch. Ja. Eine 10 von 10. Habe ich gut ausgesucht, oder? Mhm. Et voilà, ihr Essen. 5 Minuten hat es gedauert. Dankeschön. Wir haben eine Bowl mit so einem, was haben wir denn da gekauft? So eine fertige Mischung mit Linsen und sowas. Und das haben wir als Basis genommen. Dann haben wir Kidneybohnen draufgekippt, Salat draufgekippt, Avocado draufgekippt, Salat draufgekippt, einen Klecks veganen Joghurt, Gewürze, Öl, zack, zack. Limettensaft. Ich hab so eine tolle. Ich habe auch eine tolle. Eine tolle Bauen. Kann ich noch ein bisschen mehr Limettensaft haben? So. Ich liebe Limettensaft. Auf zur Oma, oder? Auf zur Oma. Wie lange hast du die nicht mehr gesehen? Fast ein Jahr. Wow. Ja, Mira hat sie am Anfang erwähnt, was das Reisen für uns alles für tolle Momente bereitgestellt hat und was wir auch für kurze, tolle Begegnungen gehabt haben und manchmal auch ein bisschen länger. Aber da komme ich eigentlich schon zum springenden Punkt. So richtig lang und intensiv waren die Freundschaften nur in den seltensten Fällen. Und du hast halt diese Thematik, dass du vielleicht morgens die Tür aufmachst im Camper und das Pärchen oder der Mensch, mit dem du dich gut verstanden hast, sagt halt, hey, für mich geht's jetzt weiter in eine komplett andere Richtung wie für dich. Und dann war es das halt wieder auf unbegrenzte Zeit. Also die tollsten Menschen, die wir jetzt hier kennengelernt haben, die sind gerade alle mindestens 1000 Kilometer von uns entfernt, manche sogar 2.000, 3.000. Und das vermissen wir schon, weil das hast du zu Hause halt nicht. Da weißt du, dein bester Freund wohnt im besten Fall irgendwie um die Ecke und du kannst bei ihm klingeln, er ist da oder halt auch nicht, aber beim nächsten Mal ist er wieder da. Und das ist ein bisschen beständiger und das vermissen wir am meisten. Und das wollen wir uns aber auch in Zukunft nicht nehmen lassen, dass wir regelmäßig nach Hause fahren oder ins ehemalige Zuhause und einfach die Leute besuchen, die uns am Herzen liegen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace.